Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ubuntu 10.10 neben Ihre derzeitige Windows-Installation installieren können. Wir verschaffen uns vorher einen Überblick, dass auf unserer derzeitigen Platte genügend Platz ist. Windows ist bei mir auf der C-Platte installiert und auf der primären Festplatte wird auch Ubuntu im Standardfall installiert. Da sollte also noch genügend Platz sein. Vorgeschlagen wird mindestens 3 GB. Das ist allerdings jetzt nicht ganz so sinnvoll, da Sie ja mit der Zeit noch weitere Programme nachinstallieren wollen unter Ihrem Ubuntu. Insoweit würde ich mal sagen, 6 oder 10 oder 15 GB sind da schon besser. Wir beginnen erstmal damit, indem wir unseren Standard-Webbrowser starten und diesen nach Ubuntu befragen. Ubuntu. Wir finden ubuntu.com. Wir können das Ganze natürlich auch jetzt direkt anspringen. 10.10 ist da und da haben wir hier den Download Ubuntu Button. Da klicken wir also drauf. Dann können wir hier auswählen, welche Version wir brauchen. 10.10. Und jetzt für Ihren Prozessor das entsprechende Betriebssystem auswählen. 32-Bit oder halt 64-Bit. Wenn wir die Einstellungen vorgenommen haben, klicken wir hier einfach auf den Start Download Button. Laden das Image runter und brennen das Image auf eine CD oder auf eine DVD. Das habe ich jetzt in diesem Fall schon gemacht. Danach legen wir die DVD oder die CD in unser Laufwerk ein. Das habe ich jetzt hier ebenfalls schon gemacht. Schauen wir uns das Ganze kurz an. Hier ist mein D-Laufwerk und hier ist meine Ubuntu-CD drin. Also starten wir den Rechner komplett neu und sorgen dafür, dass von dieser CD auch gebootet wird. So, nun also hier CD-Laufwerk auswählen. Sprache Ubuntu installieren, also die zweite Option auswählen. Jetzt hier nochmal die Sprache auswählen. Dadurch, dass wir das allerdings gerade schon spezifiziert hatten, ist Deutsch vorgeschlagen. Also klicken wir einfach auf den Vor-Button. Jetzt wird hier gesagt, wir brauchen mindestens 2,6 GB. Das ist aber auch wirklich das absolute Minimum. Ansonsten, der Rechner sollte an der Steckdose stecken, also eventuell nicht über Batterie betrieben werden. Im Fall eines Laptops, Internetverbindung sollte vorhanden sein. Und jetzt können wir hier auswählen, soll denn über das Internet direkt die entsprechenden Updates gezogen werden. Dann können wir das hier entsprechend setzen und ich setze jetzt auch direkt die Drittanbieter-Software, zum Beispiel MP3 und so weiter. Das soll alles direkt mit installiert werden. Nachdem ich also die zwei Checkboxen gesetzt habe, nochmal auf Vor. Nun hat Ubuntu die Festplatte analysiert und schlägt jetzt halt vor, Standardeinstellung neben dem anderen Betriebssystem zu installieren. Wir können allerdings auch das alte Betriebssystem löschen oder eben die Partition manuell festlegen. Das werden wir in einem anderen Video zeigen. Jetzt hier erstmal die Standardeinstellung. Wir installieren unser Ubuntu 10.10 neben Windows 7. Das heißt, wir akzeptieren das so und gehen einfach auf Vor. Jetzt bekommen wir einen Vorschlag gemacht. Und zwar die Windows-Partition, die wird etwas kleiner gemacht und dafür eben der entsprechende Platz für Ubuntu. Das akzeptieren wir ebenfalls so, wenn wir uns vorher ordentlich darüber informiert haben, dass wir halt am Ende des Tages mit dieser verkleinerten Windows-Partition immer noch leben können. Also wenn Sie jetzt dadurch Windows so klein setzen, dass das für Sie am Ende unter Windows auch nicht mehr sinnvoll ist, dann eben das entsprechend andere Video schauen, in dem wir dann zeigen, wie man über die erweiterten Partitionsmöglichkeiten da noch weitere Nutzungsmöglichkeiten hat. Okay, also einfach auf Jetzt installieren klicken. Dann bekommen wir die Ankündigung, dass nun der Punkt erreicht ist, von dem aus wir nicht mehr zurück können. Bis jetzt könnten wir immer noch abbrechen. Es ist noch nichts passiert auf der Platte. Das hier nur als Anmerkung. Wir gehen allerdings weiter. Und nun ein paar Fragen zur Installation. Wo sind wir? Berlin. Wir sind zwar nicht in Berlin, aber die Uhrzeit ist auf jeden Fall die gleiche. Tastenbelegung. So, Name. So, Sempervideo 10.10. So, Passwort.
Hier können wir jetzt anwählen, ob wir uns automatisch anmelden wollen. Das kann man sicherlich als Einsteiger durchaus in Kauf nehmen. Ist natürlich nicht ganz sicher, da sich streng genommen halt jeder an ihren Rechner setzen kann, den Rechner starten kann und dann sofort in ihren Account reinkommt. Aber wenn Sie der einzige Benutzer sind, lokal, dann denke ich mal, ist das durchaus okay. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, unsere persönlichen Dateien zu verschlüsseln. Setzen wir ebenfalls. Dann kriegen wir allerdings nicht mehr die automatische Anmeldung hin. Dann müssen wir uns wirklich mit dem Passwort anmelden. Also einfach auf Weiter klicken. So, Installation abgeschlossen. Abschließen, den Rechner neu starten. DVD aus dem Laufwerk entfernen, dann nochmal Enter drücken. Jetzt bekommen wir hier unser Auswahlmenü. Standardeinstellung ist jetzt Ubuntu. Das heißt, wenn Sie zurück zu Ihrem Windows 7 wollen, dann einfach mit den Pfeil nach unten Tasten oder Pfeil nach oben Tasten entsprechend auf den Eintrag navigieren. So, wir gehen jetzt nochmal auf unser Ubuntu. Account auswählen, Passwort eingeben, Enter oder Anmelden drücken. Damit ist unsere Installation von Ubuntu 10.10 neben Windows 7 abgeschlossen. Ubuntu 10.10 ist jetzt einsatzbereit. Was Sie alles mit Ubuntu 10.10 machen können, haben wir schon in einer Vielzahl anderer Videos gezeigt, zum Beispiel für Ubuntu 10.04. Da ist nicht so viel Unterschied drin. Aber natürlich werden auch noch eine ganze Reihe Videos folgen, wie man das Ganze dann wiederum explizit unter Ubuntu 10.10 durchführt. Okay.